Simon Nickli, die erfolgreichste Orientierungsläuferin aller Zeiten. Die 32-jährige Bernerin war dreimal Schweizer Sportlerin des Jahres. 17-mal gewann sie schon WM-Gold. Sind da die zuletzt gewonnenen Medaillen noch was Besonderes? Ja, sicher. Ich denke, jede Medaille der Meisterschaft ist besonders und man muss immer wieder von Neuem machen und ich bin sehr stolz darüber, ja. Man könnte meinen, dass Simon Nickli selten sitzt. Dem ist aber nicht so. Ja, ich trainiere natürlich viel trainieren und mich dort viel bewegen, aber nebendran tue ich schon noch recht viel hier im Pult hocken, um meine Homepage aufzudatieren oder auch Interviewfragen zu beantworten. Von dem her ist es sicher wichtig, dass ich gut hocke. Ich habe es auch schon mit einem Gymnastikball probiert, aber das war mir nicht ganz das Richtige. Seit der Geburt der Tochter Malin kämpft Simon Nickli vermehrt mit Problemen im Rumpf- und Rückenbereich. Der Bürostuhl von Tergon ist nun der richtige. Also ich fühle mich sehr wohl auf diesem Stuhl, das ist sicher schon mal das Wichtigste. Und man kann sich sehr, sehr gut einstellen in allen Bereichen. Und von dem her ist es wirklich ein Genuss, auf dem zu hocken und etwas damit zu arbeiten. Wir freuen uns, wenn in den kommenden Jahren Simon Nickli zu weiteren sportlichen Höhenflügen ansetzen kann und wünschen ihr noch viele erholsame Sitzstunden. Tergon, der Stuhl, der sitzt.